Rüdiger Veit für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren Kollegen! Wir reden wieder mal über die Altfall- oder Bleiberechtsregelung von Geduldeten. Wir wissen aus der letzten Statistik, die das Bundesinnenministerium auf Anfrage der Linken zusammengetragen hat, dass wir Mitte dieses Jahres immer noch rund 100.000 geduldete ausländische Mitbürger in Deutschland hatten. Rund 60.000 davon haben sich hier bereits seit 6 und mehr Jahren aufgehalten. Jetzt muss man mal klar sagen, sowohl an die Adresse der hier neu im Haus befindlichen Kolleginnen und Kollegen, als auch noch mal an die Adresse der Öffentlichkeit oder des Publikums, wir betreiben hier keine Übungen in einem juristischen Trockendock von Fachsprache. Und es ist auch nicht so, dass uns daran gelegen wäre, Zuständigkeitsfragen zwischen diesem Parlament und der Innenministerkonferenz hin und her zu schieben, sondern wir reden konkret um das Schicksal von diesen über 100.000 Menschen, ganz vielen davon Kindern und Jugendlichen, die hier in Deutschland geboren und oder aufgewachsen sind. Und deswegen muss man sich im Interesse eines sozialen und Rechtsstaates sehr wohl ein paar mehr Gedanken darüber machen, was mit denen hier eigentlich sinnvollerweise zu geschehen hat. Denn Duldung ist nichts anderes als die Erklärung an die Betroffenen: Ihr seid hier nicht willkommen, ihr bekommt hier keinen gesicherten Aufenthalt. Wir wollen euch abschieben, das heißt notfalls auch mit Anwendung unmittelbaren Zwanges außer Landes bringen, sobald wir das können. Das ist die klare Ansage der Aussetzung einer Abschiebung, also einer Duldung. Und das bedeutet im Extremfall, machen wir uns da nichts vor, ich habe das in meiner früheren Praxis leider auch manchmal miterleben müssen, dass beispielsweise um 5 Uhr morgens dann der betreffende Mitarbeiter der Ausländerbehörde mitsamt von 2 Polizeistreifen vor der Tür steht, weil er nur so sicher sein kann, die gesamte Familie zwecks Rückführung auf dem Luftweg in der Regel ja zu erreichen. Das ist die Realität. Und dieses Leben auf Koffern ist unwürdig eigentlich unseres Staates. Und es ist inhuman und es ist auch unvernünftig, weil man die Betreffenden außerstande setzt, sich hier bei uns sinnvoll zu integrieren und ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Ich will das ausdrücklich noch einmal so klar und deutlich sagen. Und deswegen hatten wir uns als damalige rot-grüne Mehrheit aus gutem Grund vorgenommen, bei den Beratungen zum neuen Aufenthaltsgesetz, zum Zuwanderungsgesetz in den Jahren 2002 und 2004, die Duldung gänzlich abzuschaffen und klar zu sagen, wer hier in Deutschland bleiben darf, der bleibt, der bekommt eine Perspektive, und bei wem das nicht möglich ist, der muss Deutschland wieder verlassen. Dieses Zwischending, genannt Duldung oder eben auch Kettenduldung, manchmal bis zu 10 und mehr Jahren, das wollen wir nicht mehr. Und wir mussten in den damaligen Gesetzesberatungen leider aus Rücksicht sowohl gegenüber der CDU/CSU hier im Parlament als auch im Bundesrat dann dieses Instrument wieder einführen. Das ist der Paragraph 60a. In einem neuen Gesetz weist ja auch eine A-Nummerierung immer ziemlich deutlich darauf hin, dass das im Nachhinein, entschuldigen Sie bitte, dann auch so hineingewirkt worden ist. Um was geht es jetzt konkret und heute? Die Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen haben beantragt, die Möglichkeit der Aufenthaltserlaubnis auf Probe um 1 Jahr zu verlängern. Die Fraktion der Linkspartei hat darüber hinaus gesagt, wir wollen aber eine andere Erweiterung dieses Bleiberechts, der Möglichkeit einer Aufenthaltserlaubnis. Ich möchte Ihnen ankündigen für die SPD-Fraktion, vorbehaltlich natürlich, dass die Gremien bei uns das genauso sehen, dass wir in der nächsten oder übernächsten Woche hier einen Gesetzentwurf vorlegen, mit dem wir hoffen, dass wir das Problem ein bisschen längerfristig und durchaus sehr differenziert lösen können. Ich sage auch dazu, natürlich bleibt es dabei, am liebsten hätten wir die Duldung ganz abgeschafft. Daran wird sich auch nichts ändern. Aber wir sind Realisten. Wir wissen, dass wir auch für eine solche Änderung des Aufenthaltsgesetzes die Zustimmung des Bundesrates haben müssen und nehmen demgemäß dann auch Rücksicht auf die Mehrheitsverhältnisse dort und versuchen natürlich auch, von der neuen Koalition vielleicht den einen oder anderen, namentlich auch von der FDP, als Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu gewinnen. Ich kündige jetzt schon mal an, dass in diesem Gesetzentwurf klargestellt wird, in einer differenzierten Stufung: Erstens, wer sich seit 10 Jahren oder mit Familie oder 12 Jahre als Alleinstehender bei uns aufhält, weil er nicht abgeschoben werden konnte, aus welchen Gründen auch immer, der kann bleiben. Diese Regelung wird unserer Auffassung nach sinnvollerweise deswegen stichtagsbezogen sein,
weil wir keinen Anreiz erwecken wollen für die Zukunft, sich eben absichtlich einfach nur durch Verschleppung der Abschiebung zu entziehen. Dann aber wollen wir in deutlicher Verkürzung der bisherigen Fristen sagen, wer sich 8 alleinstehend, 6 als Familie hier aufhält, der kann auch dann bleiben, wenn er seinen Lebensunterhalt nicht gesichert hat. Und in einer weiteren Stufung von wiederum dann 6 und 4 Jahre bei Familien wollen wir sagen, wer sich ernsthaft um die überwiegende Sicherung des Lebensunterhaltes bemüht, der kann ebenfalls bleiben. Wohlgemerkt immer ausgeschlossen solche Tatbestände und Konstellationen, wo Ausweisungsgründe im Sinne schwerwiegender Straftaten oder des Verdachtes terroristischer Bezüge vorliegen. Wir wollen darüber hinaus sagen, bei Minderjährigen und solchen, die minderjährig eingereist sind, reichen uns auch 4 Jahre, wenn die Perspektive gegeben ist, sie werden sich hier integrieren. Und in der Konsequenz dessen gehen wir dann noch einen Schritt weiter und sagen, wer von den Kindern und Jugendlichen mindestens einen Hauptschulabschluss erworben hat oder einen vergleichbaren Schulabschluss, der soll ebenfalls auch ohne Mindestaufenthaltszeiten hier bleiben können. Denn der hat ja schon den Nachweis erbracht, dass und in welcher Weise er sich in unserer Gesellschaft, in unserem Bildungssystem zu integrieren in der Lage ist. Eine solche gesetzliche Regelung soll wohlgemerkt nicht stichtagsbezogen sein, weil wir glauben, dass auch diejenigen, die aufgrund ihrer Aufenthaltszeiten immer wieder in diese Möglichkeit hineinwachsen, auch in der Zukunft das Recht erhalten müssen, eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen. Wir wollen uns dabei nicht darauf verlassen, dass die Innenministerkonferenz auf ihrer Sitzung Anfang Dezember einfach nur beschließt, wir verlängern die Möglichkeit der Aufenthaltserlaubnis auf Probe um 1 oder 2 Jahre. Es gibt einen Berliner Vorschlag dazu, 2 Jahre mit weiteren Voraussetzungen, die nicht so eng sind wie die bisherige Regelung. Aber nichts deutet im Augenblick darauf hin, dass die Innenminister, und die müssten das ja alle gemeinsam dann machen, einstimmig einem derartigen Vorschlag näher treten. Er löst auch nicht wirklich das Problem. Außerdem ist es systematisch, wie ich finde, eine Schwierigkeit, dass die Innenministerkonferenz in ihrer Weisheit, das ist jetzt gar nicht unbedingt nur ironisch gemeint, dann etwas korrigieren soll, was der Gesetzgeber ausdrücklich anders erklärt hat. Also eigentlich wäre es unsere ureigenste Aufgabe, als Gesetzgeber dann eben die Hausaufgaben zu machen. Und die Idee ist ja auch gar nicht neu, sondern wir haben ja seit Ostern bereits ungefähr, März, versucht, unseren damaligen Koalitionspartner von der Union davon zu überzeugen, dass wir eine solche gesetzliche Änderung brauchen, dringend brauchen. Und ich habe immer wieder darauf hingewiesen, die Zeit nach der Wahl, auf die wir wieder vertröstet werden sollten, reicht dafür nicht aus, weil wir mit einem regulären Gesetzgebungsverfahren bis zum Jahresende zum einen nur schwer fertig werden können und weil vor allen Dingen in der Zwischenzeit diejenigen, die damit rechnen müssen, dass ihre Aufenthaltserlaubnis auf Probe dann nicht wieder verlängert wird. Und das sind, was wir heute wissen, immerhin auch ungefähr 15.000 Menschen, 15.000, dass diejenigen also in der Zwischenzeit entweder ein Arbeitsverhältnis nicht neu eingehen können oder aber auch sogar eine Arbeit verlieren. Das heißt also, entgegen dem, was wir eigentlich wollen, Integration der hier bei uns lebenden ausländischen Mitbürger, dann wiederum mindestens eine Art Zwangspause einlegen müssen. Leider haben wir uns gegenüber unserem damaligen Koalitionspartner nicht durchsetzen können. Er war der Auffassung, das machen wir alles nach der Wahl. Ich habe sogar noch die halb ironische Bemerkung im Ohr, das könnte ja für die Koalitionsverhandlungen mit wem auch immer so etwas wie ein wichtiger Verhandlungsgegenstand oder vielleicht auch so etwas wie eine Art Morgengabe werden. Aber das, was wir jetzt wiedergefunden haben in den Koalitionsvereinbarungen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das geht über das hinaus, nicht wesentlich, was die CDU sowieso schon bereit war zu machen. Denn ich unterstelle mal, bei der Union, auch im Beitrag des Kollegen Grindel war das ja zart angedeutet, besteht durchaus eine gewisse Bereitschaft, mindestens über die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis auf Probe nachzudenken, wenngleich ich noch einmal sage, ich halte da das Instrument der Innenministerkonferenz eigentlich für das Falsche. Trotzdem, wir könnten es ja auch hier machen, auch jetzt wäre die Zeit noch nicht zu spät. Insgesamt jedenfalls meine ich, und damit will ich eine gewisse Spitze dann gegenüber dem neuen Koalitionspartner der CDU-CSU nicht verhehlen, hätte ich eigentlich der FDP und der Denkweise, wie ich sie in den vergangenen Jahren kennengelernt habe, zugetraut, dass sie sich in manchen Punkten, gerade auch was den ausländerrechtlichen Bereich angeht, besser hätte durchsetzen können. Und so sage ich einfach nur, also wir waren vielleicht schon nicht gut oder nicht optimal, aber Sie sind jedenfalls ironisch betrachtet und gesagt jedenfalls noch der wesentlich kleinere Teil.
Und Ihr Erfolg jedenfalls ist in den Koalitionsvereinbarungen noch sehr viel bescheidener ausgefallen. Dafür kann ich Sie nicht loben. Aber gleichwohl, ich werbe dafür, dass wir gemeinsam über den Antrag Bündnis 90 Die Grünen, Linkspartei, auch wenn er nach meinem Dafürhalten nicht differenziert genug, nicht weitgehend genug ist, aber auch mit Ihnen gemeinsam dann beraten von der neuen Koalition und würde mich freuen, wenn wir dann zeitnah vielleicht doch gemeinsam zu einem konstruktiven Ergebnis kommen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.